sieben Winde durchströmen. Bescheiden. Es ist an der Zeit, das Lager nachzufüllen. Auf geht's! Schnapp dir, was du brauchst und zertrümmere, was du willst. Zeit für Nachschub. Du hast 10 Minuten, um dir alles zu schnappen, was du brauchen kannst. Aber pass auf, der Sturm kommt immer näher. Der Sturm wird dir Schaden zufügen. Also bleib in Bewegung und behalt die Karte im Auge. Eine Probe. Bonusziele sind im Spiel. Also schön, Jilly. Mach dich auf eine Überraschung gefasst. Deine ganz persönliche Teeparty! Gefällt sie dir? Ich hab auf deiner Verpackung gelesen, dass du nie eine gute Teeparty auslässt. Wenn ich das tue, sterbe ich. Wie bitte? Ted, stimmt das? Es stimmt, dass sie das glaubt. Es gab einen Fehler, durch den sie sich nicht genug in Teepartys einbrachte. Also folgt sie einem praktischen Aberglauben. Das musst du auf der Stelle ändern, Ted. Das ist mir schon klar. Ne, aber man sagte mir, du machst einen echt tollen Tee. Den würde ich gerne probieren. Das ist doch eine Falle. Ich weiß es. Was sagst du dazu? Manchmal ist es besser, jemanden nicht gleich mit einem Bären zu erschießen, sondern ihn kennenzulernen. Ich glaube, etwas Tee und eine Unterhaltung würde euch beiden gut tun. Tja, da ich diese Teeparty nicht ablehnen kann, mache ich halt mit. Zu sein. Und ich glaube, es ist Zeit, damit aufzuhören. Ich weiß von der Morpho-Gang, Ted. Du bist gut genug. Es ist dir nur egal. Können wir es doch mal probieren? Das versuchst du zu beweisen, Ted. Dass es mir nicht egal ist. Du bist vielleicht nicht das beste Spielzeug, das ich je hergestellt habe, aber du bist ziemlich cool. Ich bin das Schlimmste, was du je geschaffen hast. Nein. Das wäre dann Cyberklops. Sag ihm das bloß nicht. Er hat keine Ahnung. Wenigstens passt er ins Bild. Sieh mich an. Wer will schon mit einer Mörderpuppe Party machen?
können wir bitte noch eine Teeparty machen? Ich will dir von Jilly Teacup erzählen. Version 1.0. Ich höre. Jilly 1.0 war eine warmherzige, willensstarke und überaus treue Freundin. Und sie vermittelte ihren Gefährten bei der Teeparty den Mut, es mit allem aufzunehmen. Sie klingt nett. Sie ist nett. Das bist du. Aber ich bin Jilly 4.0. Ich weiß. Ich machte mir Sorgen, dass die von mir entworfene Teeparty-Kumpane nicht genug war. Also habe ich alles, was mir einfiel, in dich hineingesteckt. Tja, du hast mich zu einem Freak gemacht. Ja, das habe ich wohl. Tja, dann mach das wieder rückgängig. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Und ob ich das möchte? Du warst ein Freak, bevor der Sturm aufzog. Aber ich glaube, diese Welt könnte eine Jilly 4.0 gebrauchen. Und ich weiß, dass die Heimatbasis eine braucht. Noch 5 Minuten! Zack! Alles ein! Sollte unseren Zielen dienlich sein. Gut, das Eis muss genießen. Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team.
unmöglich. Gute Arbeit, Ted. Könnte es sein, dass ich kein Versager bin? Du bist nur ein Versager, wenn du aufgibst. Da fällt mir ein, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Quinn wird dich wieder in die Spur bringen. Danke, Raumfahrer. Ted, darf ich dich fragen, ob das festgeschrieben ist? Bin ich ein richtiger Raumfahrer? Würde dir das gefallen? Sogar sehr. Dann ist das genau das, was du bist. Ab heute werde ich meine Weltallfeinde dir zu Ehren vernichten. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Naja, du solltest dich lieber bereit machen.